Willkommen zurück beim Landwirtschaftssimulator 2017 auf der Basel-Map. So, wir haben noch ein Feld, was wir pflügen müssen. Und ja, da hauen wir jetzt mal rein. So viel ist da ja nicht zu tun. So, habe ich Feld erstellen? Nee. Das habe ich gerade gedacht, weil das Gras verschwunden ist. Gibt hier so ein paar kleine Bugs. Da weiß ich nie, ob die gewollt sind oder nicht. Ich habe kein Feld erstellen. So, jetzt müssen wir aber gleich... kurz mal Feld erstellen anmachen, damit das Gras hier verschwindet. Ups, nein. Weil es sind so ein paar kleine Dinge, die mir aufgefallen sind, dass die Felder eben nicht ganz so funktionieren, wie sie sollen. Aber es ist jetzt nicht kein Beinbruch für die Map. Das war jetzt ein bisschen ungeschickt, aber dann machen wir hier hinten kurz. Feld erstellen. Dann können wir nämlich das Gras entfernen. Muss man nur ein bisschen aufpassen, dass man nicht zu viel erstellt. Da vorne ist noch ein Fleckchen. Ich möchte die Feldgröße hier jetzt nicht bearbeiten, wie ich es beim anderen Let's Play gemacht habe. Beziehungsweise auf meiner Twitch-Serie. Sehr gut. Passt. Da habe ich nämlich einige Felder vergrößert und ja, später dann auch wieder verkleinert. Weil ich damit einfach gemerkt habe, das ist doch nicht so gut. Und deshalb werde ich zukünftig da nicht mehr rumfuhrwerken. Wenn ein Feld so eine gewisse Größe hat, dann werde ich daran festhalten. Wobei es sich hier zum Beispiel ja natürlich anbietet, das kleine Feld an das große anzuschließen. Da komme ich ja schon wieder in Versuchung. Müssen wir mal schauen. Vielleicht mache ich es, vielleicht auch nicht. Das wird die Zeit bringen. Haben wir hier die richtige Größe? Sieht soweit gut aus, wir machen das Feld hier mal schnell fertig. Auch dieses Feld haben wir erfolgreich gepflügt. Und sind fertig damit. Zumindest jetzt. Dann können wir gleich mal den Pflug zurückbringen. Ich muss noch mal gucken, ob ich nicht doch irgendwo in den Kercher stehen habe. Sind da? Da parken Autos oder wie? Ja, wirklich. Habe ich ja noch nie gesehen. Passe ich da dann überhaupt durch?
knapp, aber reicht. Ja, weil ich würde gerne mein Equipment putzen. Da läuft einer über den Zebrastreifen, das Auto bremst ab. Vor allem. Hallo? Bist du betrunken oder hast du eine Krankheit? Er läuft ja schon ein bisschen, als wäre er so ein bisschen zu viel am Kiosk gestanden. Was? Sorry, ich blockiere hier die Straße. Ja, ich fahre schon weiter. Aber der sah ja ulkig aus. Ich hätte gern einen Kirschjo. Am besten direkt hier neben der Tanke. Hier wäre guter Platz dafür. Wir haben genug Geld, wir holen uns jetzt so ein Ding. Ja, hier, da ist er ja schon. Zack. Gut. Dann können wir hier nämlich mal kurz kerchern. Ist ja übelst dreckig hier alles. Man soll ja auch das Equipment, das man hat, einfach pflegen, ne? So ein bisschen zumindest. Ja, okay, ich gehe ja nicht weiter. Ich bleib hier stehen. Toll. Sieht gut aus. Ja, passt. Dann können wir den mal wegpacken. Den werden wir jetzt erstmal nicht brauchen. Die Sämaschine brauchen wir. Zwei Felder zu bewirtschaften. Im Moment. Und dann tun wir das mal machen. Ja. Was steht denn hier? Eine Kreissäge oder was? Ja, wirklich. Was ist denn in der Halle eigentlich drin? Nix. Nix ist aber ziemlich wenig. Ah. Okay, was haben wir hier? Ein Feuerlöscher. Wie nice. Vielleicht steht da drin ein Kessel. Ich dachte nämlich, ich hätte mal einen gesehen, aber... Irgendwie habe ich mich da wohl verguckt. Steht keiner.
Vielleicht nur in der Halle, aber ich glaube jetzt nicht. Ne, da steht nur noch ein Gewicht. Ja, da steht Fahrrad. Okay, dann hatten wir keinen. Dann nutzen wir doch gleich mal den neu entdeckten Weg hier. So, wir machen jetzt erst Feld Nummer 19. Und dann machen wir die 30. Ich glaube, es war die 36. 30, 36, irgendwie sowas. Hier machen wir auch Raps drauf. Da geht es am besten. Kurz Raps drauf machen und jo. Dann sehen wir weiter. Wird ja nicht allzu lange dauern, hier dieses Feld zu besäen. Wie immer, säen geht viel schneller wie es pflügen. Da sind wir ratzefatz durch. Bei Feld 30 oder 36. 30, habe ich doch recht gehabt. Geht es deutlich schneller. Deutlich länger. Müssen wir doch wissen, dass ein größeres Feld länger dauert. Wobei ich auch überlege, wir könnten eigentlich auch. Muss mal gucken, wie viel PS wir hier haben. Ob wir nicht noch kurz einen kleinen Clou machen. Und uns noch eine andere Sämaschine zulegen. Vielleicht die Amazone. Nee, Amazone heißt sie, glaube ich. Die von Amazone. Es wäre noch so ein kleiner Deal. Wobei nicht. Eigentlich wäre eher ein größerer Drescher toll. Den könnten wir viel eher einsetzen. Aber jetzt machen wir erstmal das hier und dann sehen wir weiter. Ja, kurzes Feld säen. Könnten dann auch gleich mal noch, wenn wir das Feld fertig haben, schauen, ob wir noch irgendwas verkaufen können. Ein bisschen Kohle kann man ja immer brauchen. Ja, jetzt nicht gerade wenig Geld. Aber es gibt schon noch so ein, zwei Anschaffungen, die ich mir unbedingt gönnen möchte.
Na Moment. Da könnten wir vielleicht sogar mit einer Mal drüber fahren. Vielleicht reicht es. Na, ich glaube nicht. Haben wir vorher ein bisschen geschludert, sonst hätten wir einmal weniger fahren müssen. Ich glaube, das reicht natürlich nicht. Schade. Also ich werde auf jeden Fall mit der Sämaschine jetzt noch Feld 30 besäen, weil da ist einfach noch zu viel Zeug drin. Wenn wir das, die Maschine verkaufen, ist das ja alles weg. Und dafür haben wir bezahlt. Deshalb verschenken du mal nix. Halt, einen machen müssen wir auch noch. Gut. Dann auf geht's zu Feld Nummer 30. Ist ja zum Glück alles doch recht kompakt, muss ich sagen, obwohl die Map eigentlich ziemlich groß ist. Und ich schon so ein paar Wege im Kopf habe. Da geht es schon. Da kommt nichts, also drüber brettern über die Kreuzung. Ah, da, 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 da. Kann man aufs Navi gucken? Mit den Feldern weiß ich noch nicht genau. Okay, wir könnten doch Silo anlegen. Aber dafür haben wir ja auch im Moment noch kein Equipment. Jetzt machen wir erstmal kurz dieses Feld und dann werden wir schauen, was wir noch so machen das nächste Mal. Aber hier werde ich euch jetzt mal wieder kurz rausnehmen. Weil wie gesagt, das hier dauert deutlich länger wie das andere und das will ich euch nicht zumuten. Darum bis bald. Auch Feld Nummer 30 ist jetzt soweit fertig und ja, jetzt bringen wir gleich die Maschine zurück an unseren Hof. Richtig eingesaut haben wir uns wieder. Was auch cool sind die Jägerhochstände hier. Da kommt kein Auto. Ich dachte, da käme noch eins von rechts. Ah, da war's. Aber wir sind drüber gekommen. Pech gehabt. Und dann war es das auch schon wieder von dieser Folge. Wir haben schon ordentlich was geschafft. Wir haben 5 Felder schon bewirtschaftet. Natürlich noch nicht geerntet, aber das kommt noch. Und die Ernte wird dann auch recht krass. 5 Felder abernten, habe ich noch nie gemacht. Oder doch? Auf unserem Twitch. Auch Varuna MC. Wie immer bei mir.
außer auf Facebook, da bin ich Varuna Minecraft. Weil ich einfach angefangen habe mit Minecraft, heiße ich überall MC. So. Sauber machen werden wir in der nächsten Folge. Erstmal bis dahin. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bye.